Von nun an gibt es mal wieder den Nunnern und damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge von den Monster Battles. Ich drehe diesmal wieder selbst in die Arena und zwar diesmal wieder als ein Superheld und zwar diesmal bin ich der Spider-Man. Leute, ihr wolltet es so in der letzten Folge, habt ihr mir so oft in die Kommentare geschrieben, dass ich das noch öfter machen soll. Und deswegen habe ich hier mal direkt gedacht, hau ich mal die nächste Folge direkt raus. Und zwar diesmal mit dem Spider-Man als Superheroes-Rüstung, weil ich finde einfach Superheroes Unlimited Mod richtig, richtig geil. Also man hat diese geilen Effekte, die halt die Superhelden auch in den Filmen haben. Und deswegen habe ich mir einfach mal diesmal den Spider-Man ausgesucht, weil der halt einfach richtig geil ist. Muss man einfach auf jeden Fall dazu sagen. Und hier habe ich auf jeden Fall erstmal Spider-Mans Mask. Das ist auf jeden Fall nice. Ich habe eine große Nase. Das ist natürlich immer noch bekannt. Ist klar. Okay, Leute. Und Spider-Mans Suit, Spider-Mans Leggings und Spider-Mans Boots. Und dann hat man direkt die Effekte unserer Stärke, Speed 2 und Spider-Sense, Leute. Und darum geht es nämlich hier auch direkt. Da ein guter Übergang hier. Ich habe übrigens das Spider-Man-Logo noch am Start. Und zwar drehe ich heute gegen zwei Spinnen an und dann noch gegen drei Mobs aus dem All-Star-Mod. Und die sind auf jeden Fall richtig stark. Und zwar hier einmal gegen den Spinnenkönig, dann gegen die radioaktive Spinne. Die ist sowas von stark und sowas von schnell, Leute. Da müsst ihr auf jeden Fall aufpassen. Und dann noch gegen Tyrannosaurus Rex, gegen den Basilisk und gegen den Jeffrey noch zum Abschluss. Leute, und das ist auf jeden Fall richtig, richtig geil. Also ich finde einfach Monster Battles, wo ich selbst in die Arena steige, so richtig lustig. Deswegen will ich da auf jeden Fall öfters noch was machen. Also wenn ihr das auch nochmal sehen wollt öfters, dann lasst auf jeden Fall mal hier ein Like da und schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare. Ich würde sagen, bei 2000 Likes, wenn ihr das erreicht, dann gibt es direkt die nächste Folge von den Monster Battles. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal direkt, ohne lange zu quasseln, hier weiter direkt durch. Und zwar die erste Runde gegen den Spinnenkönig, Leute. Ich habe ganz viele, ganz viele Sachen hier. Oh, jetzt Akrobatik 3 sogar auch noch. Also ich kann so richtig geil hochspringen und so. Also das ist auf jeden Fall richtig nice. Ich schaue nochmal ganz schnell, ob ich noch was anderes habe. Ich glaube nicht. Nee, ich habe nichts mehr anderes. Okay, Leute, dann beginnt es direkt hier. Da würde ich sagen, starten wir einfach mal direkt durch mit der ersten Runde, Leute. Okay, seid ihr bereit für die erste Runde? Game Mode 0. Und 3, 2, 1, Spinnenkönig Alarm. Okay, Leute, oh mein Gott, ich wurde verlangsamt. Alles klar. Okay, da ist er. Und ich habe ihn direkt one-hitted. Und den auch. Oh mein Gott. Was? Okay, ich one-hitte die einfach. Okay, Leute, ich spawn einfach mal direkt ein paar mehr. Okay, dann dauert es vielleicht ein bisschen länger. Okay, Leute, ich one-hitte einfach alle. Ich one-hitte die einfach alle. Guck mal, Leute. Bam, 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 Leute. Bam, 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 bam. Oh mein Gott. Okay, dich töte ich noch. Dich töte ich noch. Und dich töte ich noch. Eine große Spinne ist da hinten noch. Okay, aber die sind auf jeden Fall cool so. Die sind auf jeden Fall cool gestaltet, muss man sagen. Oh, die haben mich vergiftet. Das heißt, die haben mir auf jeden Fall Schaden gemacht, weil sonst die meisten Monster machen mir halt keinen Schaden, sondern ich weiß auch nicht, weil ich halt so eine gute Rüstung habe. Aber wenn sie mir Schaden durch Gift geben, dann ist es der einzige Schaden, den sie mir geben können. Deswegen ist es auf jeden Fall GG auf jeden Fall an euch. Ich würde sagen, ich mache nochmal eine Runde, wo ich ganz viele Leute, wo ich ganz viele Spinnen... Könige spawnen und so weiter. Bam, bam, bam. Los geht's, Leute. Los geht's. Ab geht die Post hier. Oh mein Gott, Leute. Okay. Das geht zur Sache hier. Das geht ordentlich zur Sache. Okay, Leute. Ich habe sie getötet. Okay, die waren auf jeden Fall cool so, aber nicht stark, muss man sagen, natürlich. Die haben mich zwar auf 4 Herzen geschwächt, aber sie hätten mich halt niemals killen können, weil man durch Gift halt nicht stirbt. Wer das natürlich weiß. Deswegen hätten sie mich nicht killen können. Aber... war auf jeden Fall gut so für den Anfang, muss ich auf jeden Fall sagen. Und jetzt würde ich sagen, schalte ich einfach mal direkt durch mit der radioaktiven Spinne, Leute. Und ich muss nicht sagen, wie ist sowas denn geil. Okay, ich würde sagen, ich starte jetzt einfach mal direkt durch. 3, 2, 1, los geht's, da ist die radioaktive Spinne. Oh mein Gott, sie hat mich direkt in solche... LOL, sie hat was? Oh mein Gott, sie hat mich direkt in Dinge eingesperrt, in Spinnennetze. Ich muss flüchten. Oh, oh Gott, ich glaube, ich kann sie so töten trotzdem. Ich schlage einfach mal in die Richtung... LOL. Hä? Was? Komme ich jetzt hier irgendwie weg? Ich komme nicht weg. Oh Gott. Nein. Okay, ich habe sie einmal getötet und habe sie getötet. Okay, Leute. Ich habe sie getötet. Alter Schwede. Ich habe euch nicht so viel versprochen, oder, Leute? Alter, ist die radioaktive Spinne episch, Leute. Alter Schwede. Ich habe nicht gedacht, dass sie so ausrastet. Hat eben ist sie so rumgerannt, aber nicht, dass sie so völlig ausrastet. Okay, jetzt mal zwei direkt. Okay, Leute. Okay, 3, 2, 1. Los. Oh Gott, ich kann gar nicht. Ich kann gar nicht die zweite spawnen. Die erste rastet so hart aus. Okay, da ist die zweite. Oh mein Gott, okay, die erste ist tot und die zweite ist ja auch tot. Oh Gott, ich bin immer noch im Spinnennetz und ich muss rülpsen. Es kann doch nicht sein. Oh nein, lol. Hey. Oh Gott, die rastet wirklich aus. Ich komm nicht. Oh Gott, oh Gott. Okay, ich hab sie. Oh, ich hab sie gekillt. Alter Schwede, Mann.
Okay, und ich wurde vergiftet, auf zwei Herzen runter vergiftet. Okay, ich spawn jetzt mal so. Spawn ich mal zwei. So, habe ich jetzt drei gespawnt? Ja. Okay, 3, 2, 1. Weiter geht's. Los geht's, ab ins Gemetzel hier. Oh mein Gott, die Spinnnetze sind hier überall. Leute, habe ich alle gekillt schon? Hab alle gekillt. Okay, Leute, ich habe ein halbes Herz nur noch. Vielleicht töten die mich ja irgendwie durch Glück. Okay, da ist der nächste, die nächste Spinne. Okay, alles klar. Oh, shit. Alter, was hier abgeht mit diesen... Also, diese Monster-Battles, wo ich selbst in die Arena steige, ist sowas von geil. Das ist sogar noch besser, als wenn ich die von außen kommentiere. Aber von außen will ich das auf jeden Fall auch mal in der nächsten Zeit machen. Also, ihr könnt mal eure Lieblingsmobs auch nochmal in die Kommentare schreiben, gegen die ich mal antreten soll, so. Oder nicht ich auch, gut, ich auch. Aber auch mal, wo halt zwei Monster gegeneinander antreten, weil das will ich auch auf jeden Fall in der nächsten Zeit wieder machen. Könnt ihr auf jeden Fall auch mal in die Kommentare schreiben. Macht ihr ganz, macht es einfach mal, würde ich sagen. Okay, jetzt geht's aber direkt in der nächsten Runde weiter. Ich würde sagen, die radioaktive Spinne ist auf jeden Fall schon mal nice, so muss man sagen. Aber jetzt gehen wir zu den Orspawn-Mobs, Leute. Und ihr kennt die Orspawn-Mobs, die sind meistens richtig OP. Und ich würde sagen, ich schalte jetzt einfach mal direkt durch mit dem überkrassen T-Rex. Okay, 3, 2, 1, los! Da ist der T-Rex! Okay, er wirft mich direkt weg. Es sind halt immer so Monster, die einen so richtig weit wegwerfen. Das ist halt so übel stark. Und die die Rüstung so richtig schnell kaputt machen. Okay, T-Rex! Nein! Tyrannosaurus Rex! Du hast du kleine Arme, du wirst mich niemals fangen! Okay, und da ist er tot. Jawohl! Okay, direkt 3. 1, 2, 3! Okay, los! Ab geht die verdammte Post hier! Oh mein Gott! Alter Schwede! Diese Battles, also diese Orspawn-Mobs, die werfen einen so weit weg, das ist doch nicht zu glauben, Leute. Alter Schwedenbär, muss ich einfach auf jeden Fall sagen. Was ist da hinten gespawnt? Ein Zombie. Oh Gott, hä? Ich habe gerade gedacht, das wäre hier gelaufen. Die Spinnennetze hätten sich verlagert. Okay, der T-Rex läuft einfach in die Spinnennetze. Das ist natürlich ein kluger Zeitgenosse. Okay, das ist dann mal direkt tot, Leute. Okay, nochmal eine weitere Runde hier. 5 Stück oder so. Jetzt geht's hier aber mal los hier. Jetzt geht's zur Sasse. Jetzt habe ich schon wieder gesagt, jetzt geht's zur Sasse. Alles klar. Okay, jetzt geht's aber los hier. Alter, das kann's doch nicht sein. Diese Arena wird einfach völlig zerstört hier die ganze Zeit. Mit Spinnennetzen in der letzten Folge wurde sie einfach völlig auseinandergerissen. Diesmal glaube ich nicht. Oder ich weiß nicht. Aber in Jeffrey könnte sie kaputt gehen dann vielleicht. Da endgültig kaputt gehen. Oh mein Gott. Okay, aber jetzt erstmal hier die T-Rex noch auseinandernehmen hier. Bam. Hier sind noch zwei. Den haue ich hier mal kaputt. Alter, die werfen einen so weit. Ich glaube, meine Rüstung ist auch bald kaputt. Nein. Ich will nicht, dass meine Rüstung kaputt ist, Leute. Das denkt ihr bestimmt auch immer im Real Life, wenn ihr so eine Rüstung anhabt und dann plötzlich eure Rüstung kaputt geht. Das ist natürlich klar, Leute. Das ist, da hat man immer Angst, dass die Rüstung kaputt geht. Alter, ich bekomme auch immer diese ganzen Effekte da. Immer so rote Ausschnitte hier am Bildschirmrand irgendwie. Ich weiß auch nicht. Oh nein, Hilfe. Ich bin gefangen. Okay, Leute. Okay. Ich würde sagen, Tyrannosaurus Rex sind auf jeden Fall auch nice, aber jetzt kommen die Basilisken, Leute. Und die Basilisken sind richtig stark, Leute. Das dürft ihr euch nicht entgehen lassen. Okay, drei, aber bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran für den Jeffrey. Okay, 3, 2, 1, los! Da ist der Basilisk! Einer der stärksten Mobs aus dem Osmo-Mod, muss ich einfach sagen. Er macht einen verlangsamt ein und haut einen dann so richtig weit weg. Oh mein Gott. Oh Gott, ich treffe den auch gar nicht richtig. Okay, ich schlage mal mit dem Spider-Man-Logo drauf, das ist irgendwie cooler. Das sieht irgendwie cooler aus, wenn man so drauf schlägt, anstatt mit so einem Steak. Oh Gott, Leute. Alter, er vergiftet mich so hart. Rauf! Oh, shit. Er wirft mich einfach so weit weg. Nein! Lass mich in Ruhe, Mann! Ich will nicht! Ich will nicht! Oh Gott, nein! Ich will nicht in der Ecke sein. Ich will noch nicht. Ich muss was essen, Leute. So ein Steak für zwischendurch. Das geht doch immer gut fit, sag ich mal. Das geht doch immer klar, Leute, oder? Das versteht ihr doch auch. Das ist immer perfekt. Oh Gott, Leute, nein. Ich will nicht. Und da ist er tot, der Basilisk. Oh mein Gott. Ich habe nur 2,5 Herzen, weil ich so hart vergiftet wurde die ganze Zeit. Das kann es doch nicht sein. Okay, komm, noch ein Basilisk. Eine Basiliskenrunde noch. Los! Okay, mit einem Herz starte ich in den Kampf, wie es sich gehört. Oh Gott, wahrscheinlich sterbe ich jetzt einfach, weil meine Rüstung gleich kaputt ist. Oh nein, meine Rüstung ist bald kaputt. Dann werde ich einfach so sterben. Bitte nicht. Mach meine Rüstung nicht kaputt. Oh lol, ich kann dich nicht schlagen. Hä? Okay, jetzt aber. Bitte nicht. Okay, Basilisk. Jetzt geht's hier zur Sache, Basilisk. 41 Leben nur noch. Okay, ich regeneriere wieder. Aber meine Rüstung ist bald kaputt. Oh Gott, ich glaube, gegen den Jeffrey wird meine Rüstung kaputt gehen. Und da ist der Basilisk auch endgültig tot. Oder? Nein. Jetzt ist er tot. Oh mein Gott, ich habe 39 Level einfach. Alter Schwede. Und immer noch Verlangsamkeit. Verlangsamung jetzt nicht mehr. Oh Gott, okay. Der Basilisk ist auf jeden Fall ein richtig starker Mob. Aber jetzt kommen wir zum Finale. Und zwar
zum ultimativen Jeffrey, Leute. Zum Jeffrey der Extraklasse, Leute. Jeffrey des Todes. Okay, seid ihr bereit, Leute, für den Jeffrey? Ich glaube, gleich mache ich nochmal eine Runde mit allen Mobs, wo ich alle von jedem einen hinspawne, würde ich sagen. Okay, jetzt aber erstmal Jeffrey. 3, 2, 1, Jeffrey-Alarm! Da ist er! Oh mein Gott, und er haut erstmal die Arena weg hier. Oh Gott, er haut mich aus der Arena raus. Nein! Oh Gott. Wie soll ich denn jetzt hochkommen, Jeffrey? Daran schon mal gedacht. Oh nein, jetzt muss ich mich hochbauen. Ich baue mich jetzt einfach hoch. Mit Holz, wie es sich gehört. Da kommen schon irgendwelche Slimes, wollen geiern hier. Oh nein. Bitte nicht, Leute. Okay, und wo? Weiter geht's, Leute. Und da ist der Jeffrey. Oh, ich hau dich kaputt. Oh Gott, ich komme gar nicht an ihn ran, richtig. Er haut mich so weit weg. Ich komme gar nicht an ihn ran. Er hat so eine große Reichweite irgendwie. Okay, ich hau mal mit dem Spider-Man-Logo drauf hier. Spider-Man-Logo. Ich muss ihn an die Füße schlagen, weil sonst kann ich ihn nicht schlagen. Und kann ich ihn zum Beispiel zumindest keinen Schaden machen. Das ist natürlich nicht so fein hier. Okay, ich habe ihn schon auf 100 Leben weniger runtergehittet. Okay, jetzt habe ich dich in die Ecke. Jetzt habe ich dich. Jawohl, du bist im Spinnennetz. Jetzt kann ich dich nicht mehr bewegen, Leute. Jetzt kannst du dich nicht mehr... Oh, jetzt kann ich dich hitten. Oh Gott. Er hat mich auch. Er hat mich. Nein. Er hat mich drin. Ich werde nicht mehr rauskommen. Nein. Nein, nein, nein. Ich werde nicht mehr rauskommen. Hilfe. Leute, ich bin im Spinnennetz. Nein. Nein. Bitte nicht. Aua, Hilfe. Hilfe, bitte nicht. Lass mich. Ah, Hilfe, nein. Oh Gott, Hilfe, bitte nicht, Leute. LOL! Und er hat mich gekillt. Es war klar. Er hat mich gekillt, weil ich keine Rüstung mehr anhatte. Ich hatte keine Rüstung mehr, Leute. Okay, Leute, ich gönne mir, würde ich sagen, noch eine Superheldenrüstung, eine Superman-Rüstung. Spider-Man-Rüstung meinte ich natürlich. Gerade eben habe ich, glaube ich, Superman gesagt. Okay, Spider-Man. Okay, so. Okay, Spider-Man und rein in die Arena wieder. Jawohl, da ist das Jeffrey wieder. Okay, Leute, bam, bam, bam. Okay, jawohl, jetzt bist du da drin im Spinnennetz. Ja, so fühlt sich es an, wenn du im Spinnennetz bist. Und ich hier aus von außen hier mich schlage. Oh, er hat sich befreien können. Okay, er ist nicht so der Dumme. Also er ist auf jeden Fall klug. Muss man sagen, kluger Mob hier vom Osborn Mod. Oh, shit. Alter Schwede, was ist denn los mit dir, Mann? Was ist denn los? Er haut mich so weit weg. Okay, jetzt werde ich dich so hart töten müssen. Oh Gott, okay, Leute, alles klar. Oh shit, hey, ich will doch nicht schlagen. Warum willst du nicht, dass ich dich schlage? Ist doch voll normal. Okay, oh, ist doch voll normal, dass man den Minecraft-Mobs schlägt, oder? Ich weiß nicht, warum er das nicht zulässt. Oh shit, okay, du bist im Spinner zu 69 Leben nur noch. So gehört sich das. Jawohl, und 38, 27, 17, 7 und da ist er tot. Jawohl. Und einfach direkt 16 Level einfach direkt. Okay, so. Ich würde sagen, jetzt mache ich noch mal eine Abschlussrunde hier, Leute, oder? Eine Abschlussrunde. Ich habe gleich wieder meine ganzen Sachen hier. So, das sind die fast kaputten Sachen. Okay, so. Habe ich alle Spawn-Eggs wieder? Hier von dem... Der Schwarm. Nee. Und diese einen Spinne da noch nicht. Die hole ich mir nochmal hier ganz kurz. So. Okay, dann hole ich die mal ganz schnell aus dem Inventar. Und zwar Spinne. Spimme, genau. So, die hier, oder? War das die? Ich sehe es nie gar nicht. Ich sehe es nicht. Leute, Bidi. Ah, Schwarmspinne. Nee, Schwarmspinne war das gar nicht. Es war eine... Mann, Leute, ich weiß nicht, was das für eine Spinne war. Ich will doch hier battlen. Das hier war die, Leute. Das war die Heckenspinne. Nein, es war die nicht. Mann! Ach, der Spinnenkönig. Das war's. Okay. Und hey, weg von mir. So. Okay, da habe ich den mal kurz weggeschlagen. Okay, ich würde sagen, jetzt mache ich noch eine Abschlussrunde. Mit jedem spawne ich von jedem spawne ich einen. Okay, jetzt erstmal hier. Hier. Das hier. Dann noch Schwarmspinnen. Jetzt brauche ich gar nicht. Spinnenkönig. T-Rex, Basilisk und Jeffrey. Okay, Leute, das Battle beginnt. Oh Gott, okay. Der eine vergiftet mich erstmal. Okay, ich gehe mal hier ins Battle. Erstmal den Jeffrey wahrscheinlich hier töten erstmal. Okay, der schlägt mich weg. Das heißt, ich gehe rüber zur radioaktiven Spinne hier. Bam. Okay, die macht nichts. Oh Gott, sie rastet aus. Okay, ich habe sie getötet. Alles klar, Leute, kein Problem für mich. Kein Problem. Erstmal was Fuden hier zwischendrin. Die killen sich gegenseitig. Jeffrey gegen Basilisk. Die machen sich gegenseitig kaputt.
Okay, und die eine Skelettkönig oder Spinnenkönig. Skelettkönig. Spinnenkönig habe ich gekillt. Okay, der T-Rex stirbt jetzt auch. Ich habe noch 1,5 Herzen. Nein, ich bin im Spinnennetz. Bitte nicht. Ich will nicht im Spinnennetz sein. Nein! Lass mich in Ruhe. Oh Gott, jetzt aber. Okay, den T-Rex. Töte ich jetzt erstmal den T-Rex hier. Nicht T-Rex. Okay, und da ist er tot. Alles klar. Den Jeffrey habe ich auch gleich. Okay, Basilisk tritt gegen den Jeffrey an. Ich muss ja gar nicht viel machen hier. Die töten sich ja gegenseitig hier. Okay, den Basilisk, den muss ich also erstmal hier. Weil so geht es natürlich nicht, dass du hier einfach Leute tötest. Okay, der Jeffrey hat den Basilisk getötet und nicht mal ich. Okay, Leute, das ist auf jeden Fall fresh. Okay, da ist jetzt in der Ecke. Das heißt, ich kann ihn gut hier reindrängen ins Gemetzel hier. Oh mein Gott, Leute. Nein, 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 nein. Das kann es nicht sein. Das kann es nicht sein. Okay, Jeffrey, du wirst sterben müssen. Du wirst einfach nur hart sterben müssen. Oh Gott, 150 Leben nur noch. Werde ich es schaffen? Werde ich sterben? Vielleicht ist meine Rüstung auch bald wieder kaputt. Das kann es nicht sein, oder? Okay, meine Rüstung ist noch auf die Hälfte. Ich denke, das sollte ich durchhalten bis zum Ende. Oh Gott, ich fliege gegen die Decke erstmal. So muss das natürlich laufen hier. So gehört sich das. An die Decke zu fliegen bei einem Battle. Okay, die Arena ist wieder völlig zerstört. Wie in der letzten Folge. Ich glaube, in der letzten Folge war sie noch ein bisschen mehr zerstört. Gehe ich mal davon aus, glaube ich. Auf jeden Fall. Okay, 70 hat er noch. Also schaut auf jeden Fall auch in der Playlist vorbei und nochmal alle Folgen, die ihr noch nicht gesehen habt, anzuschauen, weil ich habe da echt schon viele Folgen rausgebracht, sage ich mal. Also schaut auf jeden Fall in der Beschreibung vorbei. In der Playlist, aber jetzt wieder einfach Jeffrey hier besiegt. Okay, 24, 14 und da ist das Ding, der junge Mann ist besiegt. Und ich habe eine Freaking Raygun, jawohl, und ich teleportiere mich außerhalb der Arena, komm. Leute, Jeffrey besiegt, oh mein Gott. Jawohl. Ich gehe auf den Boden der Tatsachen zurück. In die Arena zurück. Oh, jetzt die Skills hier. Die Skills. Und die Skills. Ich gehe in die Arena zurück. Okay, Leute. Ich würde einfach mal sagen, das war's in diesem Video hier. Von diesem Monster Battles Video. Also, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr natürlich auf jeden Fall den Like-Button hier zerstören. Also, crash den Like-Button einfach mal. Lasst auf jeden Fall ein Like da. Wie gesagt, bei 2000 Likes gibt direkt die nächste Folge von den Monster Battles. Schreibt eure Lieblingsmobs rein, die hier mal gegenseitig gegeneinander antreten sollen. Oder gegen die ich mal antreten soll. Schreibt das auf jeden Fall mal rein. Ich könnte ja bald auch mal den Mobzilla machen. Oder den King. Oder die Queen. Oder solche Monster. Oder die, die Hydra hatte ich ja letztes Mal schon. Aber gegen solche OP-Bosse auf jeden Fall. Also wenn ihr es, mal sehen wollt, lasst auf jeden Fall ein Like da und schreibt das auf jeden Fall in die Kommentare. Ich habe 30 Level erreicht, läuft bei mir. Schaut auf jeden Fall auch, wie gesagt, in der Playlist vorbei, ist in der Beschreibung verlinkt. Habe ich schon über 25 oder über 20 Monster Battle Videos gemacht. Müsst ihr unbedingt vorbeischauen in der Playlist. Waren echt ein paar Leckerbissen dabei. Müsst ihr auf jeden Fall vorbeischauen. Und abonniert mich natürlich auf jeden Fall auch, wenn ihr es noch nicht getan habt, für Monster Battle Videos, Lucky Blocks, Battle Saga Videos, Blockbuster und Modded Minigames im Allgemeinen. Also ist auf jeden Fall richtig nice hier. Abonniert auf jeden Fall. Hier habe ich mich hochgebaut. Abonniert mich, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und ich lasse euch in Ruhe. Schaf und Hühnchen. Oh, du hast ein Ei gelegt, Hühnchen. Das ist ja schön. Komm, ich mache Folgendes. Komm, ich mache das. Oh, ist ein Hühnchen entstanden. Ein Hühnchen und das andere Hühnchen ist nicht entstanden, weil es an das andere kleine Hühnchen geflogen ist. Okay, Leute. Abonniert auf jeden Fall, wenn ihr es noch nicht getan habt. Lasst ein Like da. Teilt das Video auf jeden Fall auch mit euren Freunden. Auf WhatsApp oder sagt es in eurer Schule weiter. In eurer Klasse oder so, dass es diese Video gibt oder meinen Kanal. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn auch mehr Leute meinen Kanal finden würden. Aber ich muss mich auf jeden Fall hier nochmal bei euch bedanken. Für den ganzen Support in den letzten Monaten und so weiter, für die ganze Unterstützung. Also danke auf jeden Fall an jeden Einzelnen von euch. Und ich würde einfach mal sagen, das war's in diesem Video. Teilt das Video auf jeden Fall mit euren Freunden. Und ich würde einfach mal ganz gediegen sagen, danke fürs Zusauen. Und Leute, ich hab gerade gedacht, da wäre irgendjemand. Oh mein Gott. Also, lasst auf jeden Fall ein Like da, lasst Feedback da in den Kommentaren. Was ist euer Lieblings-Superheld? Könnt ihr auch mal in die Kommentare schreiben. Oder euer Lieblings-Superheldenfilm. Könnt ihr alles mal in die Kommentare schreiben. Bei mir kann man so viel in die Kommentare schreiben. LOL. LOL, jetzt merke ich gerade, dass man mit F kann man Spinnenweben setzen. Okay. Das ist natürlich, das hätte ich mal ein bisschen früher mir überlegen können. Aber ich habe trotzdem gewonnen, deswegen ist es gar kein Problem für mich. Kein Ding für den King. Okay, Leute, dann will ich einfach mal sagen, danke fürs Zusauen und ciao, Leute. Yo. Wow.